Ei, Gude und herzlich willkommen zurück zu Nomadheim. Ich bin der Typ mit dem Bart. Und heute schwingen wir mal wieder den Abbruchhammer. So, ich möchte euch herzlich willkommen heißen an diesem wunderschönen, noch so ein bisschen verregneten Sonntag. Und ja, was habe ich heute vor mit euch? Ihr habt es ja in der letzten Folge gesehen, ich habe ja wieder so ein Türmchen gefunden und habe das ausgebaut. Da habe ich zwischenzeitlich auch noch ein bisschen weitergemacht, das zeige ich euch gleich. Und habe dann auch so ein bisschen Dunkelwald schon entdecken können und habe das Gebiet schon mal so ein bisschen, ich sag mal, in Sichtweite meiner Burg habe ich das, oder meines Türmchens habe ich das hier schon mal so ein bisschen erforschen können und musste mich mittlerweile sogar auch mit einem Troll anlegen. Hab's überlebt, war viel Rennerei und viel Schwitzen, aber er hat den Kürzeren gezogen. Also ich habe tatsächlich meinen ersten Troll schon erlegt. Schade, dass ich das nicht gemacht habe, während ihr dabei gewesen seid. So, jetzt aber genug rumgearbeitet. Was ich eigentlich vorhab heute ist, ich suche ein Kupfervorkommen. Ja, also Zinn haben wir ja schon gefunden, das gibt es ja auch in rauen Mengen, aber Kupfer, das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Da möchte ich mich heute mit euch auf die Suche begeben. Ich hoffe, ihr habt Bock, da mitzugehen, und nach einem kurzen Intro geht's los. Hier bin ich in meiner Werkstatt. Also Türmchen ist ja, glaube ich, klar. Ich habe auch angefangen, hier mal so einen Palisadenzaun drumherum zu ziehen, weil sich das für mich halt tatsächlich so, ja, hat für mich am meisten Sinn gemacht. Und ihr seht es ja selber, ich trage auch schon mein erstes Trollrüstungsteil. Das ist die Tunika. Habe ich mir gedacht, die kannst du dir mal gönnen. Feuerpfeile haben wir auch hergestellt. Ich habe noch einen Knüppel einstecken, sodass wir ein paar Schellen verteilen können, wenn Skelette kommen. Die wuseln hier nämlich auch zuhauf mit rum. Zumindest bin ich da schon einige über den Weg gelaufen. Und ich würde sagen, wir schießen einfach mal direkt los. Und ich bin mal gespannt, wo es lang geht. So, ich habe mir jetzt hier unten so einen kleinen Weg hier runter zurechtgezimmert. Also da sehe ich dann zumindest von Weitem immer, wo es ungefähr hochgeht. Deswegen lasse ich die Stämme auch erstmal liegen. Hier drüben auf der anderen Ufer, auf der anderen Seite vom Ufer, seht ihr ja selber die Trollhöhle. Da stand auch der Troll davor und ich habe einfach in meinem unglaublichen Leichtsinn, habe ich mir gedacht, den piekste mal an und guckste mal, was der so macht. Und ich habe völlig vergessen, dass Trolle auch durch Gewässer durchkommen können, und auf einmal stand der hier auf der anderen Seite. Also das war eine arge Flitzerei. So, ich würde sagen, wir gehen mal hier einfach am Ufer entlang und hoffen, dass wir hier einfach, hier haben wir schon mal Disteln, die können wir mal mitnehmen, dass wir hier irgendwann mal Kupfer finden. Ich hatte Ausschau gehalten, aber ich habe echt nichts finden können. Ne? Also das hat mich echt ein bisschen unglücklich gemacht. Nicht, dass ich nachher hier voll den scheiß Spot gefunden habe. Aha, wer kommt da? Achso, ich sollte ja vielleicht nochmal. Also ich bin ja echt ein Freund von dem Speer geworden, ne? Wir haben übrigens gestern unseren Community-Server gestartet und ich habe da schon mal so eine erste Stunde mit den Jungs verbracht und das hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht, und ich werde auch am kommenden Mittwoch ab 19 Uhr werde ich mal wieder von diesem Server streamen. Also es gibt wieder einen Valheim-Stream, weil Sons of the Forest ist ja ausgelaufen. Freitags haben wir unseren Smallland-Stream mit Fenrir und dem Robin. Da könnt ihr natürlich gerne auch mal vorbeischauen, aber ich werde das in der Regel hier auf dem Kanal nochmal ankündigen, wann der Stream stattfindet. Genau, also am Donnerstag, am Mittwoch, Livestream hier vom Community-Server in Valheim. Wir sind alle noch relativ am Anfang. Ich bin mal gespannt, wie wir da vorankommen. Auf jeden Fall macht es schon mal viel Spaß, und die Leute, die sind echt nett drauf, super drauf. So, also ihr seht es ja selber, ne? Zinn kannst du an dir tot werfen mit hier. Wir brauchen aber Kupfer, Freunde. Wir brauchen Kupfer. Kupfer ohne Ende. So, das ist natürlich hier relativ easy. Da kannst du dich ganz gut am Dings orientieren. Am Ufer. Also auch wenn man mal fernab der Wege geht. Hä? Sag mal. So ein Nagel in der Mütze? Was soll der Scheiß? So, wie sieht es hier oben aus? Oh, guck mal hier. Da ist ja noch ein Türmchen. Was haben wir hier? Auch kein Kupfer. Ey, so wenig Kupfer hier. Das ist echt nervig, ne? Da drüben ist ein Skelett. Das heißt, Skelette sind natürlich
Eher nicht so geil. Wir brauchen halt mal eins mit dem Knüppel auf die Nuss. Und dann ist auch gut. So, haben wir hier noch irgendwas? Ist hier vielleicht eine Schatzkiste drin oder so? Ah, Heidelbeeren. I love it. Nö. Einfach nö. Okay. Da ist noch ein Skelett. Hier wird doch nicht ein Dungeon irgendwo sein. Das wäre natürlich geil. Dungeon, Dungeon, Dungeon. In Dungeon. Kein Dungeon. Schade eigentlich. Oh, hier haben sie sich irgendwie mit dem Reh angelegt. Das finde ich geil. Das nehme ich mit. Ein bisschen Leichen flattern. Jetzt muss ich aber echt aufpassen, dass ich nicht wieder so brutal vom Weg abkomme, ne? Ein Dungeon hier? Nee, gell? Nee. Ist hier ein Dungeon? Was? Sag mal! Gibt's ja wohl nicht, Kackvogel. So, jetzt muss ich aber aufpassen. Nicht, dass ich mich wieder komplett verlaufe. Aber das ist relativ gut gemacht, ne? Also hier kann ich mich auch mal ganz gepflegt, hatte ich ja gerade schon erwähnt, mal fernab der Wege bewegen. Und weiß aber trotzdem noch so im Groben, wo ich lang muss. Weil in diese Richtung müsste irgendwo meine Hütte sein. Senior Hirsch. An die habe ich gerade kein Interesse. Da hinten sind Pilze. Mann, das ist so eine Gegend, das sieht permanent aus nach Kupfer, ne? Aber da ist nichts. Ausdauer 25. Ne, wieso nehme ich eigentlich hier? Diese da. Sind besser für Ausdauer. Pilze nehmen wir auch wieder mit. Lecker, lecker. So. Ist das ein Kupfer? Nee, auch nicht. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn hier Kupfer, Mann? Also manchmal hast du Maps, ey, dann da springst du von einer Kupferader zur nächsten. Und dann hast du wieder Maps. Da findest du einfach nichts. Nichts findest du, nichts. So. Du kriegst auch eins mit der Keule drüber. Nein, du kriegst gerade keins drüber. Weil ich nämlich keine Ausdauer hatte. So, von da ungefähr müsste ich gekommen sein. Aber hier ist auch nichts, ne? Ach, ist doch Schmutz, ist das doch. Zinn ohne Ende. Zinn, noch mehr Zinn, Disteln. Hauptsache Disteln. Noch mehr Disteln. Noch mehr Zinn. Was haben wir hier oben? Nein, nix. Aber wieder Heidelbeeren. Also Blaubeeren. Ach. Ach. Was ist denn das? Geil. Richtig geil. Wir haben Kupfervorkommen gefunden, Leute. So. Und da ist eine Burg und da drüben ist eine Burg. Hier kriegst du ja richtig was geboten für dein Geld, ne? So, wenn ich jetzt anfange, hier rumzuhämmern, dann hämmern die mir auf den Kopf. Das ist ja geil. Oh, hier wohnt wohl jemand.
Ja, ist ja gut. Guck mal, der, wie feige der ist. Voll der Ekelhafte. Und ich sehe einfach nichts. Scheiß Ansicht. So. Das ist ja auch nett hier, ne? Das ist ja auch eine hübsche Zwei-Zimmer-Wohnung. Lauf doch hoch. Oh, ein Ein-Sterne-Kollege. Du kannst mal runterkommen. Du kannst mir mal was erzählen. Kriege ich den da oben runtergeballert? Wahrscheinlich nicht, ne? Mal ein bisschen steiler anpeilen, auch nicht. Ne. Ah, doch, so ein bisschen. Machen wir es halt so. Hey, kommt der die Treppe runter oder was? Ach komm ey, was soll denn der Scheiß? Mann, was ein Rumgefuckel hier. Wegen nix. Ach, guck mal hier. Da ist Knatter drin. Da können wir aber erstmal ein bisschen Zeug deponieren. Ich glaube, das baue ich mir hier auch aus, ne, Freunde? Ich glaube, das macht Sinn. Ist eine coole Burg, ist eine coole Hütte. Habe ich, also die habe ich tatsächlich noch nie gemacht, ne? So hier in so einem Bereich. So, jetzt muss ich mich aber erstmal mit dem anderen Fußvolk hier unten rumschlagen. So, jetzt brauchen wir aber erstmal ein bisschen Dingenskirchens. Und erstmal ein bisschen Holz. Holzi Holz. Dass wir erstmal hier eine Werkbank hinstellen können. Hier gibt es so viel Zinn und so viel Kupfer. Eigentlich könnte ich mir hier auch eine Base hinstellen. Ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, ich habe das Gefühl, als ob das so eine, ja, einfach jede Menge Bases geben wird hier. Ja. So. Hier mache ich es mir gemütlich. Hier ziehe ich ein mit meiner Eiche-Rustikal-Schrankwand. Das finde ich ganz nice hier. Das ist schick. Kann man sich ein schönes Bett hier oben noch hinstellen. Wir können erstmal hier die Dings hinstellen, ne? Oder stellen wir die weiter unten hin? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir machen die einfach mal eine Etage tiefer. Stellen wir nämlich mal hier hin. Erstmal. Genau. So, und dann. Erstmal hier durchfegen. Hier sieht es ja aus. Ja, schade, dass ich noch keinen Stein irgendwie bearbeiten kann. Das wäre nämlich auch ganz nice, aber dann machen wir es so wenigstens mit dem Holz hier mal eben hübsch. Sehr gut. So können wir das doch machen. Das sieht doch geil aus hier. Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. So.
hauen wir den Baum hier eben auch nochmal um. Und dann fangen wir mal an, das Kupfer darunter zu klopfen. Alter. Am besten finde ich es natürlich hier, dass hier kein Troll rumwuselt, ne? Oh, wir haben Rundholz. Wir können den hier Sprecher bauen, Freunde. Oh. Nice, 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 nice. Das macht mich aber glücklich. Ach nee, jetzt ist das so weit weg. Ach so, Scheiß. Genau. Wir wollten ja eben erstmal hier. Können wir mal ein Feuerchen hier reinsetzen? Das ist halt auch geil, ne? Kannst direkt hier nebenhin eins hinpflanzen. Und es tut niemandem weh. So. Genau, dann machen wir erstmal hier eine Hütte hin, eine Tür hin. Da kommt erstmal diesen hier. Ah, ne, wir können das ja auch so machen. Ja, das muss jetzt erstmal nicht schön sein. Aber funktional. So, hier kommt auch noch eine Tür hin, falls jemand meint, der müsste klopfen. Niemand zu Hause. So. Genau. So machen wir das. Sehr schön. Kann ich hier noch ein Bett hinstellen? Aber ich glaube, das funktioniert jetzt hier gar nicht so, ne? Benötigt ein Dach, das habe ich mir doch gedacht. Gedacht habe ich mir das. Da. Ich sollte mal eben auch was essen, ne? So wird das ja nichts hier. Können wir Dach bauen? Bauen, bauen, bauen. Bauen, 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 bauen. Wir bauen ein Dach. Wie machen wir es? Machen wir es so, ne? So ist, glaube ich, besser. So. Jetzt war natürlich kein Holz mehr. Ah. Das hat schon gereicht als Dach. Das ist ja nice. Cool. Cool, cool, cool. Dann würde ich sagen, gehen wir mal eine Runde knacken. Wenn wir aufstehen, dann gehen wir mal ein bisschen klopfen. Deine klopfen. Habe ich eigentlich noch genug zu essen dabei? Wir können noch mal eben eine Truhe hinstellen, insofern ich denn noch herstellen kann. Nee, natürlich nicht. Wie viel Holz haben wir denn? Keins. Das ist nicht so viel. Dann noch mal eben ein Bäumchen umhauen.
Ist eigentlich ein cooler Farmspot hier, ne? Könnt ja auch noch was essen. Ich könnte ja auch einfach noch was essen. Das wird die Sache ja schon ungemein erleichtern. So, mal ein bisschen aufräumen hier. So. Gucken wir mal doch, ob wir ein bisschen Kupfer kriegen hier. Örtliche Gewerbeaufsichtsamt guckt natürlich auch vorbei, was hier los ist. Wir brauchen Kupfer. Wir wollen Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Wir haben Kupfer. Jetzt habe ich keinen Platz mehr im Inventar. Das gibt's ja wohl nicht. Schmeiß noch mal den Rotz hier raus. Weg. Weg. Oh, nee. Die wollte man nicht wegschmeißen. Feuersteinfalle hätte ich gern wieder. Kupfer wollen wir haben. Gib mir Kupfer. Jawohl. Geil. So. Wow. Da brauchst du ja mal ewig, ne? Wow, was eine riesen Kupferader hier. Das ist echt geil. Das ist echt geil. Ich glaube, da werde ich aber noch ein bisschen Zeit brauchen, um die abzubauen. Wahnsinn. Geiler Scheiß, das freut mich. Und ich habe schon gedacht, ich würde hier nichts finden. Vor allem ist es auch einfach mal schön ruhig hier, ne? Also kein Troll, kein nix, kein gar nichts, außer hier und da mal so ein paar nervige Azubis, Praktikanten hier, aber sonst nix. So, jetzt gehen wir erstmal wieder zurück. Wollten ja noch so eine flotte Kiste bauen. So, wo stelle ich denn die hin? Am besten machen wir die mal. Dass wir nachher nicht. Boah, hier siehst du nichts mehr drin. Rauchabzug, mein Freund. Genau, so ist besser. Die stellen wir einfach mal hier hin. Können wir nämlich mal ein bisschen Zeug drin lagern, Steine und so ein Krempel. Genau. Was? Wie? Wo? Wer? Warum? Aber warte mal, kann ich denn jetzt eigentlich schon irgendwie einen Kohlenmeiler bauen oder so? Nee, gell? Geht noch nicht. Nee. Nee, nee, nee. Mal gucken, dass wir es in der nächsten Folge machen. Können wir aber hier nochmal eben einen Grill draufstellen. Ich glaube, hier werden wir im Moment länger bleiben.
Lass uns mal eben noch hier rüber gehen. Und hier mal aufräumen. Sonst hast du hier nämlich permanent die Nachbarschaft auf der an der Backe hängen. Tag. Jemand zu Hause? Nee. Kiste? Ah, Pfeile, Kohle. Ja, nee. Warum jetzt nicht? Aber geil, hier kann man sich, wenn man das so mit Palisaden verbindet, da kann man sich hier echt so ein kleines Gebiet abtrennen, ne? Wäre jetzt geil, wenn hier irgendwo noch ein dritter Turm stehen würde, aber ich glaube, das wäre ja wohl zu viel des Guten. So, mal eben das Gebiet erkunden hier. Lass mal kurz drüber schauen. Zeit gibt es ja noch her. Vielleicht noch irgendwo ein Kupfervorkommen finden. Mal eben hier weiterschauen. Vielleicht haben wir da hinten noch was. Das wäre natürlich geil. Und dann können wir uns hier richtig gemütlich machen. Nee, das ist keins. Leider nicht. Leider nicht. Leider nicht. Mal eine coole Ecke hier. Das ist die einzige Kupferader hier, ne? Das ist natürlich. Zumindest auf der Seite vom Fluss. Ja, Freunde. Na gut. Nehmen wir noch ein bisschen Zinn mit, wenn wir gerade schon mal hier sind. Kann ja nicht schaden. Aber sehr cool. Da bin ich ja echt beruhigt, dass wir das hier gefunden haben. Ey, gib mir mal meinen Speer wieder. Einfach mal daneben geschmissen. Das ist natürlich auch scheiße bei Speeren, ne? Ja, sollte man nicht machen. Also, wenn man die Dinger schon schmeißt, sollte man sich auch sicher sein, dass man sie trifft, ne? Oder damit trifft. Geil, ich hoffe, hier kommt noch einiges raus. So, dann mal schnell zurück. Mal wie die sieben Zwerge hier zurück, ne? Spitzhacke geschultert und ab durch die Mitte. So. Oh, ich habe da Fleisch draufgelegt, ne? Ja, Kohle. Ich habe Kohle gebaut. Ja, kann man mal so machen. So. Was können wir denn noch herstellen? Erstmal gar nichts mehr. Gut. Das war's auch schon wieder für heute, Freunde. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß beim Zuschauen gehabt. Gott sei Dank haben wir endlich Kohle. Ach, Kohle sage ich schon. Dings gefunden. Hier, Kupfer und so. Ja, das heißt, wir können dann auch gucken, dass wir demnächst mal anfangen mit der Bronzeverhüttung. Beziehungsweise mit der Verarbeitung. Da muss ich noch mal ganz kurz in mich gehen, wie das funktioniert. Ich glaube, aber bis zur nächsten Folge habe ich das rausgefunden. Und ich glaube, bis zur nächsten Folge habe ich wahrscheinlich auch das ganze Kupfer abgebaut. Das ist so der grobe Plan jetzt. Ich möchte mich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Wünsche euch noch einen schönen restlichen Sonntag. Einen guten Start in die Osterwoche. Nicht vergessen, es sind nur 4 Tage zu arbeiten diese Woche. Von daher ist die Woche ja schon wieder fast vorbei, wenn ihr das hier gesehen habt. Bis demnächst. Tschö. Mit Ö.